Hey Leute, ich bin's wieder, euer Juju Vogel und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel. Ich spiele heute Fly. Can you fly? Irgendwie sowas. Kannst du fliegen, heißt auf jeden Fall. Und ich muss hier auf jeden Fall erstmal... Was ist das denn? Also ich weiß nicht genau, was hier geht, aber anscheinend kann ich mir ein Pet aussuchen. Dann nehme ich einmal E. Was ist das denn? Oh, wie cool, ich habe einen Strandhund bekommen. Ha, das ist ja mega cool. Okay, aber wo finde ich den? Da ist mein Haustier. Also, wow, ausrüsten. Ja, den nehme ich dann. Ah, schaut mal. Oh, wie süß ist denn der Hund hier. Okay, gut. Ich habe jetzt hier ein paar Raketen eingesammelt. Hier stehen ja nämlich Basis 110. Und wenn ich hier ganz viele Raketen einsammle, ich weiß nicht, was dann passiert. Ich weiß nur, dass ich hierher laufen muss und abspringen. Woo! Und wo bin ich gelandet? Plus 956 Klötze. Okay, das heißt, ich kann jetzt hier... war es nicht genügend Währung? Ah, aber nochmal, okay. Ich habe noch einen bekommen. Okay, und das heißt, ich kann jetzt hier nochmal... ausrüsten? Ah, ich habe jetzt beide ausgerüstet. Wie cool ist das denn? Kann ich jetzt... Ich glaube, ich kann jetzt weiterfliegen, Leute. Ah, ich glaube, ich habe das Spiel jetzt verstanden. Also man muss hier ein paar Raketen einsammeln, glaube ich. Zumindest, ich bin mir nicht sicher. Aber, ja, hier geht's jetzt ab. Und man muss hier einfach nur springen. Und ich komme jetzt. Plus 1018 Klötze. Okay, ja, super. Also ich glaube, ich muss hier einfach ein bisschen hochspringen und weit springen. Schaut mal. 1200 Klötze. Okay, aber ich frage mich jetzt, muss ich jetzt die ganze Zeit weiterspringen? Ja, ich komme die ganze Zeit nochmal weiter. Neue Höchstpunktzahl. Und... Wow. Yes, ich komme immer weiter. Okay, man muss anscheinend ganz viel hier einsammeln. Und ich glaube, umso mehr Raketen ich hier sammle, umso weiter komme ich dann. Und 700. Das heißt, ich muss jetzt bestimmt... Okay, 1400. Also irgendwie... Überzeugt mich das nicht so ganz. Ich brauche hier auf jeden Fall ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr, Pets. Du besitzt. Abbrechen. Nein. Okay, ich kaufe nochmal. Gewöhnlich. Okay, ich glaube, ich muss hier wirklich einfach. Meine Pets ausrüsten. Ich muss hier wirklich die ganzen Raketen, die hier erscheinen, einfach selber sammeln. Oh, und da hinten gibt es auch noch richtig viel. Boah, voll cool. Okay, ich muss springen und... Yeah, 1700 Klötze. Meine neue Höchstpunktzahl. Und wie weit komme ich jetzt? Immer noch bei 1700. Okay, ich muss hier anscheinend ganz viele Raketen einsammeln, aber... Was mir ein bisschen merkwürdig vorkommt, ist... Ich sammle hier ganz viele ein, aber... Ich fliege trotzdem nicht viel, viel weiter. Nur immer so ein bisschen. Muss ich auch richtig abspringen? Na, 2000 Klötze. Okay. Sehr gut. Ah, und meine neue Höchstpunktzahl. Okay, dann schaue ich mal hier. 90.000. Okay, ich kaufe hier noch einfach mal ein neues Pad. Und? Wow! Habt ihr das gesehen? Ich habe ein neues Haustier. Ausrüsten. Okay, das heißt, ich bekomme hier auf jeden Fall... Oh, schaut mir meine ganzen Pets hier an. Voll cool. So, okay, und wie weit springe ich jetzt? Oh, wow! Direkt noch viel, viel weiter. Okay, ich habe es verstanden. Umso mehr, umso öfter man springt, umso weiter fliegt man dann. Und dann muss man sich neue Pets kaufen. Und mit den neuen Pets fliegt man automatisch weiter. Und ich habe hier auch wieder ein bisschen was eingesammelt. Und ich fliege jetzt schon, bei 2700. Und hier steht auch, mein Basis ist bei 837, wegen meinen Pets. Okay, sehr gut. Dann sammle ich hier noch ein bisschen, so ein paar Raketen hier ein. Und dann geht's weiter. Wow. 2800. Und ich habe hier wieder 11.000. Okay, ich muss noch einmal springen. Und dann kann ich mir auf jeden Fall ein neues Pet kaufen. So, sehr gut. Jetzt hier? Boah, 90.000, das ist schon echt viel.
Ich kaufe mal. Hoffentlich bekomme ich einen außergewöhnlichen. Oh, wieder gewöhnlich. Okay. Das heißt, ich muss jetzt hier wieder ein Pad ausrüsten. So, ich habe jetzt 5 Pads ausgerüstet. So, und ich, mein Basis ist jetzt schon auf jeden Fall über 1000. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt sammle ich hier noch ein paar Raketen ein und bin bereit zum Absprung. Whee! Und, wow, bei 3600 Klötze bin ich jetzt schon. So, noch mal ein bisschen was einsammeln. Und ich glaube, wow, wenn ich jetzt hier nochmal abspringe, dann komme ich auf jeden Fall... Ah, okay, noch nicht ganz. Ich dachte über meine 4000, aber noch nicht ganz. Aber man sieht schon, ich bekomme immer mehr Klötze. Das heißt, ich kann mir immer mehr Pets kaufen. Das ist schon mal sehr gut. Ich sammle hier noch ein paar diese goldenen Raketen hier ein. Und natürlich die blauen. Die sind sehr gut. Natürlich auch die ganz viele rote. So, und... Boah, fast 4000. So, aber ich habe jetzt wieder 12.000, also über 13.000 und kann mir hier ein neues Pad kaufen. Oh, wieder gewöhnlich. Okay. Das heißt, ich darf jetzt mein Pad austauschen. Das heißt, ich nehme das hier raus und ausrüsten und nehme nochmal so eins. Plus 400. Oh nein. Mein Basis ist jetzt geringer geworden. Wieso denn das? Hä, ich frage mich jetzt, wieso? Ist mein Basis nur auf... okay, jetzt geht's wieder. Okay, jetzt habe ich nämlich 3 von denen. Okay, und jetzt sammle ich hier ganz viele noch ein, bevor die Runde beginnt, weil es natürlich auf Runden basiert. Und man sieht ja hier schon, mach dich bereit in 0 Sekunden. Und ich habe mich bereit gemacht in 0 Sekunden. Und jetzt bin ich bereit abzuspringen. Hui, und... Ich bin bei 3600 nur, wieso? Ich bin auf jeden Fall jetzt bei weniger. Und ich müsste jetzt eigentlich... Hey, ich kam gerade doch viel, viel weiter. Oder muss ich jetzt eventuell... Oder muss ich jetzt eventuell einfach... nochmal ganz oft neu springen. Das kann auch sein. Ja, weil ich jetzt immer ein bisschen weiter komme. Also, ich versuche natürlich mir nochmal ein neues Pad zu kaufen und... Selten! Ich habe ein seltenes Pad. So, das nehme ich unausrüsten. Und rüste das auf. So. Und wie weit komme ich jetzt? Hoffentlich über meine 4000. Ja, definitiv. Auf meine 4500 bin ich jetzt gekommen. Boah, voll cool. Und wie weit komme ich jetzt? Ich hoffe natürlich jetzt über meine 5000. Oder auf die 5000. Okay, neuer Höchstrekord. Das ist schon mal sehr gut. So, ich muss hier ganz viele Raketen einsammeln. Dann fliege ich noch weiter. So, boah, jetzt habe ich ganz viele blaue gehabt. Boah, habt ihr das gesehen, wie schnell der gerade war? Hilft das mit mehr Anlauf? Ich bin mir nicht sicher. Aber ich probiere es jetzt einfach und los geht's. Hui. Und nein, fast bin ich auf meine 5000 angekommen. Okay, da ist auf jeden Fall noch ein bisschen was. Oh, wie kriege ich das denn? Oh, als VIP freischalten. Ja, okay. Und... Yeah, auf meine 5000 Klötze bin ich gekommen. Neue Höchstzahl. Okay, super. Das heißt, ich kann mir jetzt hier... ein neues Pad kaufen und gewöhnlich, okay. So, ich muss mir das jetzt merken hier. 2830 Basispunkte habe ich. Und wenn ich jetzt mein Pad ändere, dieses eine außergewöhnliche kommt nochmal weg, ausrüsten. Und dafür kommt das hier. 3000, okay, sehr gut. Aber ich verstehe nicht, wieso ich gerade weniger hatte. Ah, wahrscheinlich, weil ich die ganzen Raketen nicht mehr hatte. Okay. Wahrscheinlich wird das jede Runde neu nachgesetzt. Und... Oh, fast komme ich auf meine 6000. Fast bin ich auf meine 6000 gekommen. Okay, das ist schon mal sehr gut. So, ich versuche jetzt ganz oft abzuspringen. Weil ich glaube, das ist sogar noch besser, wenn ich so schnell wie möglich abspringe. Weil dann bekomme ich ja ganz viel Geld und kann mir... ganz viele neue Pets kaufen. So, und dann einfach nur los. Ich habe schon 25.000. Und ich komme jetzt auf meine 6.000 Klötze. Sehr gut. Neuer Rekord. Und yeah. Ich springe immer weiter. Das ist immer sehr gut. So, und nochmal. Weiter. Boah, ich sehe, schaut euch mal da unten an, wie weit die anderen springen.
Boah, das ist echt cool, wie weit die springen. Ich bin noch lange nicht so weit wie die, aber mal schauen. So, und jetzt gleich nochmal. So, ich versuche mir jetzt hier nochmal ein Pad zu kaufen. Und was ist drin? Nochmal ein gewöhnliches Pad. Ja, okay, ich glaube, das war... Okay, das war, glaube ich, gerade keine gute Idee. Weil ich jetzt wirklich nur die ganzen gewöhnlichen habe. Okay, ich muss jetzt ganz viele mal neu sammeln. Damit ich hier überhaupt auf die anderen Pets komme. Auf die 90.000. Aber man kann das, das scheint ja auch gerade upgraden. So, das probiere ich jetzt mal aus. So, Handwerk. Handwerk 1. Und was kann Handwerk? Alles herstellen? Am besten ausrüsten. Okay, habe ich jetzt gemacht. Handwerk. Handwerk 5. Hä? Das verstehe ich nicht. Was? Wo sind meine Pets hin? Ausrüsten! Oh, Leute, ich glaube, ich habe was... Ich glaube, ich habe was herausgefunden. Am besten ausrüsten. So, okay, jetzt habe ich hier... Oh nein, die Runde ist vorbei. So, ich habe jetzt auf jeden Fall ein paar gekauft. Und jetzt kann ich auf gleich nochmal gucken. Ich habe jetzt die besten ausgerüstet. Und hier steht, meine besten sind dann bei 3830. Also das ist schon mal sehr gut. Jetzt sammle ich hier noch die Raketen ein, damit ich gleich noch weiter springe als sonst. Und es kann losgehen. Hui. Und wie weit komme ich jetzt? Ah, wieder erst auf die 5000. Okay. Man kann die nämlich mit Handwerk hier verschmelzen. Ach so. Das wusste ich natürlich nicht. Und... Gleich habe ich es auf jeden Fall nochmal geschafft. Und bin viel, viel weiter unterwegs. Haha. Und yeah. Oh nein, noch nicht ganz. Ja, auf jeden Fall habt ihr das hier schon gesehen, wie weit ich bin. Und ich muss hier nur noch ein paar Mal springen. Und dann kann ich mir ein neues Pad kaufen für 90.000. So, gleich habe ich es geschafft. Gleich habe ich es geschafft. So, und hier nochmal. 6.000 Klötze. Ja, ich habe mir jetzt für 90.000... Kann ich mir hier eins kaufen? So, ich kaufe mir das und es ist episch! Oh, wie viel Glück hatte ich denn gerade, dass ich jetzt ein episches Pet habe? Am besten ausrüsten. Wow, Leute, schaut euch mal an. Also das ist ja richtig cool. Und wie weit komme ich jetzt? Oh, was? Direkt auf meine 9.000. 9.000 Klötze und Höchstleistung. Das ist ja richtig cool. Ja, Leute, also jetzt habe ich euch ein neues Spiel gezeigt, das heißt Fly oder so ähnlich. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ganz liebend gern ein Like da, weil dann weiß ich, dass das Spiel euch auf jeden Fall gefallen hat und ich das dann nochmal spielen soll. Und ihr unterstützt mich dann mit meinen Videos. Vielen, vielen lieben Dank. Und bis dahin würde ich sagen, fliege ich hier noch ein paar Runden und schau, wie weit ich dann noch komme. Okay, Leute, danke, bis dann. Ciao, euer Juju Vogel. Hui! Hey Leute, was geht? Ich bin's, Emma Vogel. Wenn ihr noch mehr von Familie Vogel hören wollt, dann schaut doch mal bei Spotify, iTunes oder auch Amazon Music vorbei. Denn da findet ihr unsere tollen Hörspiele. Und glaubt mir, die sind wirklich richtig cool. Und ich sag nur eins, viel Spaß beim Hören.